Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport FIFA 2. Ja, ihr seht schon, hier ist ein nicht allzu schneller Zug unterwegs. Auf was wartest du? Ach, da war ein Zug unterwegs, okay. Der ist jetzt nicht allzu schnell. Der ist jetzt auch nicht, sagen wir mal, allzu spannend. Aber ich finde doch, er hat irgendwas. Hä? Wenn man sich das so anschaut, ist es schon... Hat's schon was. Die Brücke noch dazu, aber man schießt dann so eine Brücke raus. Es hat halt langsam echt Leben drin auch. Wir fahren jetzt mal eine Runde einfach mal bei uns hier mit. Der Pendel 1, der nimmt uns jetzt mal hier mit. Hui! Hä, warte mal. Was ist das für eine Schiene? Oh, hi Railjet! Hui! Wow! Wie wäre es in meinem... Habe ich auch noch nie gemacht, ne? Huch, huch, huch! Was passiert hier? Ich drehe mich und ich bewege mich einmal durch den Wagen durch. Hui, hui, hui. Ich halte den Kopf raus. Huhu. Alter, der Zug ist brutal laut. Mal rausgucken, vielleicht kommt ja noch ein Zug entgegen oder haben wir den Zug hinter uns. Alter, diese Aussicht. Es hat echt was, wenn man so überlegt. Da war am Anfang nichts und wir haben diese Schienen alles hier verlegt, dass der Verkehr gehört sozusagen uns. Ist schon geil. Ist schon geil. Das ist auch wieder eine Brücke. Ich sehe das mal aus einem ganz anderen Licht. Da ist schon eine Brücke. Warum? Ja, wir sind hier in München. Nee, ist doch nicht München. Ihr seid doch nicht München, oder? Alles München? War das München? Alter, aus der Perspektive kenne ich das so absolut null. Hallo, Railjet. Fuuuuh. Ich finde es geil, dass der immer noch so gemütlich fahren kann und irgendwie kein Railjet hinter uns hängt. Jetzt kommen wir dann aber auch irgendwann auf die S-Bahn-Gleise und die sind natürlich ein bisschen höher frequentiert. Oder es könnte sein, dass wir den ganzen Verkehr ein bisschen auseinanderbringen. Ach schau, da sind sogar neue Modelle jetzt. Hier sind neue Ampelsysteme. Cool. Flugzeug. Da vorne einfach hinter den Bäumen. Fupp, weg. Okay, jetzt langsam reicht es aber auch. Mich interessiert noch was. Das war im echten München. Ach ja, jetzt sind wir fast da. Fast geschafft. Und es ist echt noch kein Railjet hinterher. Ich bin erstaunt. Unser hochfrequentierter Flughafen hier, der ist natürlich auch Dauerbetrieb. Zum Besten wäre es jetzt, wenn jetzt die S-Bahn schnell durchfährt. Nö, die kommt ja gerade zurück. Von der Gegenrichtung aus. Gib Gas, Junge! Du musst auf deine Schiene schnell. Das könnte jetzt böse enden. Aber
Rein theoretisch sollte jetzt hier die Änderung vom letzten Mal es natürlich besser machen. Jetzt kommen die fast gleichzeitig an natürlich. Ja, perfekt. Die können wir natürlich auch doppelteilig machen am Ende. Und jetzt wird der wahrscheinlich hinter dem Klumpen hier hinterher. Nee, er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Oh mein Gott, lol. Und er ist bummvoll. Das war jetzt aber nicht der Plan. Alter, wie viel warten hier? Ich hab gedacht, das wäre so halt mal so ein bisschen. Das war so eher so ein Joke gemeint, Leute. Der wird am Ende noch profitabler wie jeder andere Zug. Der fährt die kürzeste Strecke und hat den meisten Personenverkehr. Der wird bald echt profitabel, das ist ungut. Ja, nee, der wird teurer. Wie geht das denn jetzt? Der macht ja mehr Minus. Was? Wie soll das denn gehen? Der rote Balken. Ah, das ist noch letzter Monat. Ja, das wird ein bisschen dauern, bis er das alles aufholt, glaube ich. Der fährt natürlich jetzt nicht so frequentiert wie alle anderen, aber ihr wird wahrscheinlich meine Buslinie hier sehr auslasten. Der Bus ist... Die Busse fahren der. Also Boot, Bus, Kamenz, die können wir ausmustern. Jetzt anfangen. Boot, Bus, Kamenz. Das wird unter B sein, oder? Boot, Bus, Kamenz. Boot, Bus, Kamenz. Boot, Bus, Kamenz, die Fahrzeuge werden verkauft. Die Strecke würde ich gerne auch einschrotten. Boot, Bus, Kamenz benötigt keiner mehr. Bahnhof wird abgerissen. Finde ich zu gut, dass das mit dem Pendel echt gut funktioniert. Ja, das ist echt jetzt positiv geworden. Er wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel bringen wie sonst. Weil er hat natürlich jetzt den Hauptteil weggebracht. Aber wenn natürlich die Leute dann auf einmal wieder kommen, dann macht er am Ende doch ganz ordentlich Plus, denke ich. Jetzt steigen sie alle wieder ein. Ja, es geht. Es geht halt echt. Das ist jetzt so eine Anschaffung, die ich nie erwartet hätte, dass die so gut läuft. Ja, weil er dachte, dass es wirklich dauerhaft Minus macht, aber der macht halt jetzt doch langsam Plus. Langsam und stetig macht der ein Plus. Schau mal, wie gut das sich weiterentwickelt, aber der ist schon wieder bummvoll. Also kleine Strecken bringen sich also auch ganz gut was, das finde ich toll. Da ist jetzt wieder ein Bus da oder irgendwas da gewesen. Auf jeden Fall kommen jetzt wieder ganz, ganz viele zurück. Und die wollen natürlich... Alter, was kommt denn jetzt an? Es war doch gar kein Schiff da, oder habe ich irgendwas verpasst? Doch, es war ein Schiff da. Jetzt wollen... einige nach Hause. Zwei Zugfahrten voll, würde ich mal sagen. Locker. Also eh vorläuft. Da warten immer noch so viele Leute. Da kommt nicht schon das nächste Schiffchen. Das ist wahrscheinlich auch voll beladen. 37, okay, 37. Aber die machen auch eine Milde. Das ist echt cool. Wie voll geht der jetzt zurück? Auch mit 37 wieder circa, oder? Das ist aber auch eine ordentliche Zahl. Der Zug pendelt jetzt hier ganz gemütlich hin und her. Macht seine Aufgabe. Macht schönes Plus. Was will man mehr? Das war jetzt wirklich eine gute Investition. Die Stadt wächst auch ordentlich. Die will auf 58 aktuell hinaus. War hier nicht irgendwie so, dass wir die an den Sachen hier teilhaben können? Lol, das Ding ist auch gewachsen. Holy shit, ist das groß jetzt.
53 Liter liegen hier noch rum, oder was? Können wir noch irgendwo anders Öl herbestellen? Wo können wir denn noch was rein theoretisch draus machen? Man könnte halt hier einen Zug so fahren lassen, das Öl schnappen und dann das in die Raffinerie liefern. Und dann per LKW nach Kamenz. Auch ein schwieriges Thema wieder. Also das ist die andere Linie. Die scheint ja wirklich am Ende ihres Limits zu stehen, wie es ausschaut. Kurzer Cut. So, okay. Das Ding ist also jetzt eh schon an seinem Limit. Bedeutet, hier können wir eh nichts. Nicht mehr wirklich was rausholen. Auch wenn der Ölflugtransport. Holy shit, wie viel wartet denn da drauf? Wie viel kannst du mitnehmen? Du müsstest doch bummvoll wieder fahren, oder? Ja, okay. Wollte ich gerade sagen, du wirst mir jetzt nicht halb leer hier rumfahren, bitte. Und am wie weiten Limit steht die Fabrik hier oben? Die ist so kurz vorm letzten Ausbaulimit. Kann 400, 400. Aber wir haben noch einen 400er Output. So, sag mal, das muss ich jetzt kurz verfolgen wieder. Der bringt 13. Alter, der ist einfach so profitabel. Klar, das wird wahrscheinlich nicht das Lukrativste sein, was ich hier baue, aber... Normalerweise würde ich dafür auch einen Jumbo-Jet verwenden. So, und das Ganze liegt jetzt hier am Flughafen. Wie viel hältst du? 50. Okay. Ja, die sind auch extrem profitabel, wenn man es so sehen will, ne? Und die sind halt auch schnell. Die sind und bleiben flott. Die Frage ist eher, ob man die Sache nicht um ein Flugzeug erhöhen will. Das wäre ja Flugzeug... Was ist das Ölflugtransport hier? Ölflugtransporte sind eigentlich 6 Flugzeuge drin. Tun wir halt nochmal 2 rein. Das Große, das kriegen wir aber auch nicht. Ne, ersetzen wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich duplizieren anfangen. Die kommen natürlich jetzt vom Hauptflughafen aus. Frisch aus der Produktion direkt auf die Startbahn gesetzt. So, und damit hier der Flugverkehr auch dementsprechend ein bisschen besser wird. Beide in dieselbe Richtung, aber ich kann jetzt hier nicht einfach umdrehen, das funktioniert nicht, das ist eine Straße im Weg. Kann ich die Straße unterirdisch machen? Blöde Frage, aber kann ich das? Rein theoretisch schon, oder? Also rein theoretisch könnte ich jetzt auf die Schnelle hier sagen, yo. Ja, ja, alles gut, haben wir gleich erledigt. Ich nehme jetzt hier die Landstraße.
sagt nach unten weg. Ich setze mich wieder gerade. Bis hier drüben und komme dann wieder hier raus. Und dann kann ich hier am Flughafen konfigurieren gehen und kann sagen, Landebahn. Perfekt, erledigt. Dann können die Flugzeuge jetzt auch hier von A nach B brettern und von links und rechts kommen. Können sie es machen, wie sie wollen. Was machst du jetzt? Flughafen Fürstenau. Ja, wo fliegst du hin? Ich glaube, die sind alle beide ein bisschen verwirrt. Leute. Was macht ihr denn? Die sind irgendwie totally lost gerade. Wahnsinn. Echt Wahnsinn, schaut euch das an, wie viele Flugzeuge unterwegs sind mittlerweile. Ach, das ist unangenehm knapp alles. Jetzt sollte die Kapazität aber wirklich an dem Maximum kommen langsam. So. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.